In diesem Video geht es um die Hüftdrehung im Abschwung. Und zwar gibt es da einen Fehler, den fast alle Amateurgolfer falsch machen, der aber wahnsinnige Probleme beim Golfschwung verursachen kann und viel länger kostet. Wir sprechen jetzt genau darüber, also bleibt dran, wir starten jetzt. Bevor wir jetzt starten, möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass die Aimpoint Express Grün Lesekurse für Österreich auf meiner Homepage online sind. Und auch für die weiteren Aimpoint Kurse Aim und Speed findest du bereits Termine und der Link dafür, den findest du hier unten in der Beschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns dann sehr bald bei einem von diesen Kursen. So, was ist nun dieser Fehler, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, der so vielen Amateurgolfern Probleme in ihrem Golfschwung bereitet? Und zwar, es geht um die Positionierung des Beckens im Treffmoment. Und zwar ist es so, wenn Hobbygolfer im Abschwung sind, ja, dann weiß man ja, dass ja eigentlich das Becken schon nach links geht. Und wenn dann die Golfer hier zum Ball kommen, passiert es dann, dass sie das Becken wieder weg vom Ziel ziehen. Das schaut dann ungefähr so aus, der Fehler. Man ist jetzt hier. Vielleicht hat man noch die Druckverlagerung nach links richtig gemacht, aber jetzt auf einmal geht das Becken wieder weg vom Ziel und man steht jetzt am Schluss dann in so einer Vorwärtsneigung da. Und das ist wirklich etwas, was wirklich Probleme macht. Was jetzt passiert, ist Folgendes, und zwar das Becken, das es nach hinten zieht, also weg vom Ziel zieht, kurz vom Treffmoment, löst dann häufig aus, dass der Schläger von außen kommt, es löst aus, dass wir den Ball fett treffen, also den Boden vor dem Ball treffen, dass wir die Bälle toppen, Sockets sind sehr, sehr häufig und andere Gemeinheiten, nämlich auch die Länge, die flöten geht. Wir verlieren sehr, sehr viel Länge, wenn das Becken von hier nach hier geht im Treffmoment. Wie kannst du kontrollieren, ob du einer von den Betroffenen bist? Am besten nimmst du einfach dein Handy und machst eine Videoaufnahme von vorne, so wie hier jetzt, und spielst das Ganze auf eine App auf deinem Mobile Phone, auf dem du Linien einzeichnen kannst. Da gibt es ja genügend auf dem Markt. Und dann machst du Folgendes. Du schaust dir drei Positionen an. Die erste Position, die du anschaust, ist das Setup. Die zweite Position, die wir uns anschauen, ist, wenn der linke Arm parallel zum Boden ist. Und die dritte Position, die wir uns anschauen, ist genau im Treffmoment. Du zeichnest dir eine Linie ein im Setup, hier bei der linken Hüfte. Dann schwingst du hoch in diese Position, im frühen Abschwung, wenn der linke Arm hier ungefähr parallel ist. Und jetzt solltest du sehen, dass bereits das Becken oder der Strich, den du jetzt da wieder einzeichnest, ungefähr so viel weiter links ist als im Setup. Das heißt, der Pressure Shift ist schon voll im Gange. Ab jetzt sollte das Becken auf keinen Fall retour gehen. Das heißt, wenn du jetzt zum Treffmoment reingehst, solltest du dann sehen, dass da immer noch die linke Hüfte auf dieser Linie ist, die du eben hier oben hattest, und nicht hier ein Tageslicht entsteht, also hier das Becken retour zieht. Wenn es ein bisschen drüber geht, geht es auch noch. Wenn es zu viel wird, ist es dann ein sogenannter Slide. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Aber ein Slide ist wahrscheinlich besser, als mit dem Becken retour zu gehen. Das heißt, die korrekte Bewegung schaut dann ungefähr so aus. So, wenn du das Ganze jetzt hast, ist die Frage, wie werde ich den Fehler wieder los? Es hilft natürlich extrem, wenn man sich mal vor einen Spiegel hinstellt überhaupt und man schaut, was macht man da überhaupt und kann man das verändern, nur durch reines Probieren natürlich. Ja? Aber das ist meistens leider doch etwas komplizierter als das, und zwar deswegen, weil die Pressure Shifts oder die Gewichtsverlagerung im Golfschwung bei den meisten Hobbygolfer einfach nicht hinhauen. Übrigens habe ich eine Playliste kreiert über all meine Videos, wo ich über Gewichtsverlagerung spreche. Hier oben habe ich den passenden Link dazu. Schau dir doch vielleicht in einer ruhigen Minute ein paar von diesen Videos an. Da erkläre ich sehr viel darüber und du wirst dann auch dieses Video hier dann nachher besser verstehen, wenn du diese Videos von hier oben eben kennst.
So, aber zurück zum jetzigen Video. Wie können wir das gut trainieren? Ich sage mal so, es gibt ein Hauptproblem mal für mich. Und das erste ist, wenn die Schlagfläche im Golfschwung offen ist, also wenn sie in diese Richtung hier zeigt, ja, und nicht gerade oder leicht geschlossen ist, dann ist das Problem, dass im Abschwung der Golfer das Problem hat, dass der Schläger nicht wieder square, also gerade zum Ball kommen kann. Und dann versucht er dann quasi über die Verlagerung des Gewichts nach rechts und über so eine Löffelbewegung eben das Ganze wieder in Ordnung zu bringen, dass die Schlagfläche wieder gerade steht. Aber du siehst leider auf Kosten meines Beckens, meiner Beckenposition, meine schöne, hübsche, dynamische. Und das heißt, wenn du einer bist, der eine offene Schlagfläche hat, dann würde ich schauen, ob natürlich der Griff ordentlich ist, also neutral, ob du hier oben einen Handrücken hast, der ja, einigermaßen flach ist und ein bisschen hinunterbeugt in diese Richtung. Hier oben habe ich übrigens ein Video dazu, das das noch sehr gut erklärt. Bitte schau dir das an, wenn du da einer bist, der mit einer offenen Schlagfläche Probleme hat. Und wenn du das nicht gelöst hast mit der offenen Schlagfläche, dann ja, brauchst du, ich sage jetzt mal, über die anderen Sachen jetzt noch gar nicht nachdenken. Das ist das Erste, was passieren muss. Gehen wir davon aus, dass das alles aber schon passt, dann arbeiten wir am Abschwung. Und zwar, ich möchte, dass du dir vorstellst, dass du hier gut stehst einmal. Du hast, ja, du kannst dir vorstellen, du hast solche Schwämme unter deinen Füßen und du ja, steigst auf den Schwämmen herum. Wenn du jetzt aufschwingst, dann wirst du spüren, dass der linke Fuß leichter wird. Und jetzt im Abschwung, wenn du hierher gehst, möchtest du wieder diese Plattform, wie du am Anfang hattest, wieder haben. Das heißt, du möchtest spüren, dass du wieder mit dem Boden gut verbunden bist. Es wird jedoch schon etwas mehr Druck am linken Fuß sein als rechts. Falsch wäre, wenn ich nur am linken Fuß bin, also viel zu viel und da rechts gar nichts mehr spüre. Das ist keine Plattform. Also nochmal, ich habe jetzt hier schon eine Plattform, verliere sie ein bisschen und jetzt habe ich sie wieder. Aber ich bin etwas mehr links, als ich am Start war. So, und jetzt habe ich einen super Vorteil, weil jetzt kann ich nämlich meine Beine verwenden, nachher im zweiten Teil des Abschwungs, um das Becken eben in diese Richtung zu bringen. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin und die Plattform habe, gleich links bin und die Druckpunkte passen, hier oben habe ich übrigens ein Video noch zu den Druckpunkten im Abschwung, das möchtest du dir auch vielleicht anschauen. Und wenn du das hier hast, dann kannst du gegen den Boden drücken, der linke Fuß drückt die Hüfte zurück und der rechte Fuß, der macht auch was, und zwar der drückt sich vom Boden weg und das hilft mir im Endeffekt, dass das Becken nach vorne geht. Würde ich jetzt zum Beispiel mit dem rechten Fuß jetzt so ausweichen, ja, das machen sehr viele übrigens, so ausweichen, dann siehst du, dass mein Becken sofort zurückgeht. Das heißt, ich muss wirklich schauen, dass ich auch mit dem Fuß hier wegkomme. Gelingt mir das, hast du wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Position. Also hier noch einmal Plattform suchen. Hier verlierst du ein bisschen den linken Fuß, bist ein bisschen mehr auf der rechten Seite, aber gehst schon wieder retour, so dass du links die Plattform spürst. Rechts hast du auch noch was und jetzt drückst du dich quasi hoch und nach links weg. So, und jetzt solltest du noch eine wichtige Sache verstehen. Viele werden jetzt, wenn sie jetzt das machen, in ein Hohlkreuz fallen. Und das ist natürlich das, was ich nicht möchte. Das Schlimmste, was du tun kannst im Golf, ist, dass du in einem Hohlkreuz den Ball schlägst. Das verursacht Kreuzschmerzen, ist wirklich nicht sehr kräftig, macht Riesenprobleme. Und was du verstehen musst ist, im Treffmoment ist man eben genau im Gegenteil von einem Hohlkreuz. Und zwar, ich möchte das kurz von der Seite vorzeigen. Ich mache jetzt ganz bewusst mal ein Hohlkreuz und das Gegenteil wäre das hier, das Schambein zum Bauchnabel ziehen. Ja? Man sagt dazu auch im Hohlkreuz einen Anterior Tilt ganz gerne und einen Posterior Tilt, wenn man das Schambein zum Bauchnabel zieht. Und genau das, was du willst im Treffmoment, ist das Zweite. Du willst einen Posterior Tilt machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier im Schwung hier
die Plattform geholt habe, bin ich noch anterior ein wenig, ja, wenn du sehen kannst. Ich bin noch nicht im frühen Abschwung so gegangen. Ja. Also ich bin auch hier anterior, eben mein Druck schon ein bisschen weiter links. Und jetzt, wenn ich zum Ball gehe, werde ich dann das Ganze in einen posterior Tilt umwandeln. Das heißt, ich werde beginnen von hier das Becken anzuziehen Richtung Schambein, aber ich strecke dabei meinen Oberkörper nach hinten. Okay, dadurch falle ich in kein Hohlkreuz. Und das machen wirklich alle Tourspieler auf diesem Planeten, die einen Ball gut treffen. Auch, das sehe ich auch übrigens auch bei fast alle Single-Handicap-Golfer. Also das ist eine ganz typische Bewegung von einem guten Golfer. Bei Hobbygolfern übrigens sehe ich bei meinen 3D-Messungen fast immer das Gegenteil. Ich sehe immer Hohlkreuz und Oberkörper nach vorne. Das heißt, wenn du das Ganze jetzt noch einmal durchgehst, dann möchtest du eben Plattform haben hier am Start, bisschen rechts, Plattform jetzt hier. Und dann möchtest du mit einem Posterior Tilt, Schambein zum Bauchnabel, durch den Ball durchgehen. Ja, und dann kann man dann noch diese 9 Uhr bis 3 Uhr Übung machen. Wenn man sich vorstellt, das ist ein Ziffernblatt, hier ist 12 Uhr, hier ist 6 Uhr, hier drüben ist 9 Uhr und hier ist 3 Uhr. Dann ist das der Zeiger. Und wenn du jetzt bis 9 Uhr schwingst, Plattform, und dann bis 3 Uhr schwingst, dann kannst du hier das super kontrollieren, ob du das richtig gemacht hast. Das Problem ist, wenn man das Ganze mit vollen Schwüngen übt, dann ist es sehr, sehr schwierig, am Schluss festzustellen, habe ich das in der Phase hier unten richtig gemacht. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du das langsam machst. Ich würde am Anfang wirklich auch nur die Bälle so, ja, so mit einem 7er-Eisen, 8er-Eisen vielleicht nur so 30, 40 Meter schlagen. Einfach nur, dass du mal spürst, aha, jetzt bin ich hier und jetzt schaue ich einmal, wo ist mein Becken? Bin ich im Hohlkreuz oder bin ich ja, posterior getiltet, wie man sagt? Habe ich das Becken im Griff? Also ganz, ganz wichtige Sache. Und dann wieder filmen und schauen, ist das Becken weit genug links? Wenn du siehst, dass du gar nicht nach links kommst, dann würde ich ja zuerst daran arbeiten. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einigermaßen schon so einen Weight Shift, Pressure Shift verstehst und eigentlich nur hier unten Probleme hast. Und wenn das so wäre, bitte versuche die Sache in diesem Video zu befolgen und es wird dir wesentlich mehr Spaß bereiten. Es gibt in deinem Freundeskreis sicher einen Golfer, der Probleme mit dem Golfschwung hat und ich würde mich sehr freuen, wenn du dieses Video mit ihm teilst. Hier oben habe ich übrigens noch ein sehr interessantes Video zum Thema Körperrotation im Abschwung und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!